Liebe Landsleute, der lästige Bürokratieblödsinn hat jetzt einen neuen grässlichen Namen. Verordnung nach 26, Paragraph 26 Absatz 2 des Telekommunikation Digitale Dienste Datenschutzgesetzes und zur Änderung der besonderen Gebührenverordnung Telekommunikation. Wenn Sie sich beim Hören dieses Satzes bereits geistig verabschiedet haben, kann ich Ihnen nicht verübeln. Es ist eine Zumutung, die Lebenszeit raubt und den Verstand beleidigt. Wegen einer missratenen, sinnlosen Verordnung zu Cookies im Webbrowser haben sich hochbezahlte EU-Bürokraten eine Cookie-Banner-Richtlinie erdacht, um ihr Dasein zu berechtigen. Ein Problem, welches keins ist. Sie wissen, wie es ist, liebe Landsleute, auf jeder Netzseite ein neues Cookie-Fenster wegklicken zu müssen. Wer sich aber nur 2 Minuten eine Anleitung bei YouTube anschaut, der kann Cookies im Browser automatisch löschen, blockieren oder isolieren. Statt sich endlich auf dringende Probleme wie Deindustrialisierung und Masseneinwanderung zu konzentrieren und ihre zerstörerische Ideologie des grünen Schrumpfens aufzugeben, versucht die Regierung nun, diesen Fehltritt mit einer neuen Verordnung zu reparieren. Ein klassisches Beispiel für das endlose Selbstbeschäftigungsritual von Bürokraten, die lieber Unsinn verwalten als Lösungen finden. Warum das Ganze? Das Stichwort lautet Datenschutz. Ja, das ist das Lieblingswort der Bürokraten, um uns weiszumachen, dass sie auf unserer Seite stehen. Keine 4 Tage ist es her, da forderte Haldenwang, Chef der politischen Inquisition, neue Überwachungsbefugnisse. Er will massenhaft gesammelte Daten mit künstlicher Intelligenz auswerten, weil er sonst nicht mehr hinterherkommt. Dieser Mann sammelt heute mehr Daten, als es je die Stasi gewagt hätte. Und wer das ausspricht, wer es wagt, die Wahrheit zu sagen, wird zum Extremisten erklärt. Ein Feind, dessen Überwachung sich sofort rechtfertigen lässt. Kritisiere die Datensammelwut und du wirst zum Beweis dafür, dass noch mehr Daten gesammelt werden müssen. Man nennt es die Legitimierung des Staates. Diese Regierung präsentiert uns eine vollkommen nutzlose Verordnung. Ich sage, das ist Ablenkung. Je mehr Diskussionen über solche sinnlosen Themen angestoßen werden, desto weniger sollen sich die Deutschen über die echten Probleme Gedanken machen.